Hallo, mein Name ist Daniel Köster. Wir sind hier in Hastenbeck und in diesem Interview werden Sie noch mehrere meiner Nachbarn auch kennenlernen. Wir alle haben ein gemeinsames Problem, nämlich einen sehr langsamen Internetanschluss. Internetanschluss, wie jeder weiß, ist immens wichtig für jede wirtschaftliche Tätigkeit. Wir sind ein Unternehmen hier derzeit vor Ort mit 30 Mitarbeitern, davon ungefähr 15 mit Bildschirmarbeitsplätzen. Dabei gibt es auch einige Ingenieure und wir sind darauf angewiesen, technische Zeichnungen über Internet auszutauschen, aber auch Videofilme über Produktanwendungen mit unseren Kunden zu teilen. Und insofern ist es für uns immens wichtig, einen zeitgerechten, zeitgemäßen Internetanschluss zu haben. Das ist an diesem Standort hier nicht gegeben, der ist extrem langsam. Wir haben einen 16.000er DSL. Anschluss, das ist das unterste, mit dem man heutzutage arbeiten kann und in den heutigen Zeiten, wo verstärkt mit Videokonferenzen gearbeitet wird, ein absolutes Handicap und die derzeitige Situation beeinträchtigt signifikant den täglichen Geschäftsablauf. Ja, hallo, mein Name ist Nosek und ich komme von der Firma Nosek Nahrungsmittelwerk. Wir sind seit 25 Jahren im Geschäft und beliefern die Großküchen mit Nahrungsmitteln wie Puddingpulver, Suppen und Soßenpulver. Der Zustand ist nicht zu ertragen und er ist vor allen Dingen auch nicht für die Zukunft zu halten. Wir müssen Online-Konferenzen machen, wir machen Meetings übers Internet und wir machen auch zum Beispiel Kundengespräche übers Internet. Und es kann nicht sein, dass wir unterwegs 3-4 Mal das Bild einfrieren und dann erst wieder losstarten können. Das ist ein schlechter Eindruck, den wir bei unseren Kunden hinterlassen und das geht natürlich gar nicht. Also ich würde mir wünschen und ich fordere das eigentlich auch, dass wir als Industriegebiet nicht hinten anstehen und langsamer oder weniger schnell ins Internet kommen als jeder normale Haushalt. Mehr und weniger ist es nicht. Hallo, mein Name ist Thorsten Kuhlmann von der Firma Somatec Sondermaschinen GmbH in Hastenbeck. Und wir haben hier eine Internetverbindung mit 16 Megabyte, die absolut unzureichend ist für diese ganzen Anforderungen, die wir hier mittlerweile haben. Wir wollen mittlerweile Homeoffice immer mehr durchsetzen, ist aber faktisch leider kaum möglich, weil das Internet einfach zu schlecht ist. Das Problem ist, dass hier in dem keine Glasfaserleitung, dass wir beim Glasfaserausbau nicht berücksichtigt wurden in unserem Industriegebiet, sodass wir hier noch mit den langsamen Leitungen zu kämpfen haben. Also es ist nur möglich, auf eigene Kosten das zu tragen. Und das bedeutet für alle ansässigen Unternehmen, dass jeder 70.000 Euro zahlen muss, um hier flüssiges Internet zu haben, was natürlich viel zu teuer ist. Also wenn man sich das teilen würde, wäre es okay. Aber muss wirklich von jedem so bezahlt werden. Also es ist für uns fehlt da so die Unterstützung von der Stadt. Also dass wir da von der Stadt unterstützt werden, dass man hier zeitgemäßes Internet hat, um in Zukunft auch konkurrenzfähig zu bleiben. Hallo, ich bin Philipp Meyer. Wir befinden uns hier in dem Gewerbegebiet in Hastenbeck. Dieses schöne Grundstück habe ich vor kurzem gekauft für die Firma Biokontor GmbH. Und wir wollen im Herbst diesen Jahres hier unsere neue Halle bauen. Es war natürlich ein essentieller Punkt vor Grundstückskauf, dass hier eine schnelle Verbindung errichtet wird. Aber wie es aktuell aussieht, hakt das doch sehr und hat im Moment keine Priorität. Und es gibt keinen festen Termin, wann diese Internetverbindung wirklich hier aufgebaut wird.